Und damit willkommen zu VVV, heißt das so? Ist das so richtig? Wie will man es aussprechen? Wie? Oder vielleicht V6 oder V6? Ich weiß es nicht. Ihr könnt es nennen, wie ihr es wollt. Aber willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen dieses sehr tolle Spiel, was ein bisschen älter ist jetzt. Aber es ist immer noch sehr toll. Und ich habe ein bisschen rumgefragt, wer alles zu dem Spiel kennt. Und viele kennen es, aber gespielt hat irgendwie keiner. Und ich habe das Spiel schon seit längerem mal gekauft und jetzt dachte ich mir, passt es ein bisschen? Oder passt es dir gut, das jetzt einfach mal rauszupacken und zu Let's Playen? Deshalb willkommen zu meinem Let's Play, zu diesem Spiel. Ich denke mal, die 6 Vs bedeuten, so sind so Pfeile nach unten oder so. Weil das Spiel hat sehr viel mit Gravität zu tun. Man kann nämlich an der Decke kleben. Und was werdet ihr noch sehen? Was ich euch noch zeigen wollte, bevor ich anfange, ist, dass man, wenn man zum Beispiel in die Option geht oder so, dass sich dann die Farbe ändert. Yay! Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Da sind wir in unserem Raumschiff. Oh oh! Ist alles okay? Nein, wir haben irgendwas getroffen und jetzt ist alles am Arsch. Was ist falsch? Wir werden landen. Wir müssen Crashlandung machen. Evakuiert alle! Alle zum Schiff! Das sollte nicht passieren! Oh oh. Puh, das hat mir aber echt Angst bereitet. Aber zumindest konnten wir alle fliehen. Habe ich recht, Leute? Leute? Welcome aboard. Press arrow keys? Ja, ach so. Okay. Also mit den Pfeiltasten können wir alles machen. Nach oben drücken, dann kommen wir nach oben. Und nach unten drücken, dann kommen wir wieder nach unten. Oder man kann auch oben nach oben drücken. Okay. Mit links und rechts bewegen wir uns. Und ich hoffe, der Sound passt, sonst am sonsten Moment. So, ich habe mal ein bisschen den Sound leise gedreht. Ich hoffe, das passt jetzt so. Conundrum, okay. Unten sind immer die Namen von den Leveln. Oder den Orten, wo wir gerade sind. Ich frage mich, was mit dem... Nee, ich frage mich, warum mich das Schiff alleine her teleportiert hat und wie die anderen sind. Ich hoffe, den anderen geht's gut. Ich hoffe auch. Da ist es ein Checkpoint, soweit ich weiß. Also, ich habe wirklich mir nur den Anfang angeschaut. Was stand da? Leap of Faith. Okay. Traffic. Oh, sorry. Traffic Jam. Alles klar. So, wenn wir von denen getroffen werden, sind wir wahrscheinlich tot. Deshalb sollten wir das vermeiden. Zack. Atmospheric Filtering Unit. Zack. Ah, verdammt. So. Nein. Jetzt. Ah, nice. Das ist cool. Linear Collider. Hm? Terminal. Personal Log. Fast jeder wurde evakuiert vom Raumschiff. Ein paar von uns werden dann das Schiff verlassen, sobald unsere Recherchen vollendet sind. Okay. So, hier müssen wir aufpassen. Zack, am Runden und dann so. Ja, nice. Security Sweep. Oh oh. Da müssen sich treffen. Gantry and Dolly. Oh, das geht kaputt nach einer Zeit. Okay. Comms Relay. Was? Help us? Was stand da? Hilfe! Kann irgendwer diese Nachricht hören? Ja. Verdigis? Bist du das? Violett? Bist du das? Captain, dir geht's gut? Irgendwas ist mit diesem Teleporter komplett schief gelaufen. Ich glaube, alle sind zufällig irgendwo hin teleportiert worden. Die könnten überall sein. Oh nein. Ich bin auf dem Schiff. Es ist sehr schlimm kaputt gegangen, das Schiff. Aber es funktioniert irgendwie noch. Wo bist du, Captain? Ich bin in irgendeiner Space Station. Es sieht sehr modern aus. Ich glaube, da gibt es irgendeinen Zusammenfall mit den Dimensionen. Ich broadcastete, ich streame die Koordinaten von dem Schiff zu dir rüber. Okay, da hinten müssen wir also hin. Ich kann dich nicht zurück teleportieren, weil du weißt ja, das Ding ist irgendwie Schrott. Aber... wenn du den Teleporter irgendwo finden kannst, dann solltest du eigentlich in der Lage sein, zu mir zu kommen. Okay. Danke, Violett. Okay, ich werde versuchen, einen zu finden. Viel Glück, Captain. Ich guck mal, wo die anderen sind. Okay, alles klar. Ich hoffe, ich werde wahrscheinlich ein bisschen was rausschneiden von den Sachen, die ich hier falsch vorlese, deshalb, oder halbwegs falsch vorlese.
Ist ja nicht alles bei mir 100% richtig. Gantry and Dolly. Ah, da waren wir doch schon. Aua. Okay. Warten, bis das Ding kommt. Ah, verdammt. Moment. Nein! Ich bin so schnell. So, hier. Zack. Und dann mitlaufen. Und dann nach unten. Okay. The Yes Man. Yes, yes, yes. Alles klar. Zack. Stop and reflect. Kann ich so machen? Also funktioniert. Aber warte, da links ist noch irgendwas. Da will ich hin. Oh Gott. Geht das überhaupt? Ach, ich kann nicht wechseln, während ich in der Luft bin. Ach, vielleicht soll man hier noch später hinkommen? I guess? Weil ich komme da halt irgendwie nicht hin. Weil ich kann in der Luft nicht meine Richtung wechseln. Nö. Das funktioniert nicht. Gut, dann machen wir erstmal weiter. Weil es gibt ein paar Cracktables zusammen in dem Spiel. Ich werde versuchen, alle zu sammeln. Wenn ich welche nicht finden sollte, dann werde ich sie euch irgendwann noch einblenden. Vielleicht in der letzten Folge oder so. Diese Dinger meine ich hier rechts. Oh, ich frag mich, was das sein könnte. Ich werde es wahrscheinlich nicht brauchen, das Spiel zu verenden, aber es ist bestimmt was Cooles und damit können wir bestimmt irgendwie arbeiten. Ja. Gott. Oh Gott. Okay, aber das Ding zu bekommen ist echt kein Kinderspiel. Okay, let's go. Ich versuch's. Okay, ich lebe noch. Okay, das finde ich cool. Nein! Man muss aber so lange auf das Ding warten. Das nervt mich ein bisschen. Ah nein, noch nicht. Oh Gott. Jetzt. Nein! Das ist echt nicht einfach, Leute. Ich weiß gar nicht, wie viel das Spiel kostet. Ich glaube, so zwischen 5 bis 10 Euro. Gibt es auch auf der Nintendo Switch. Wo es das noch gibt, weiß ich nicht. Ach, verdammt. Schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Aber die Dinger will ich versuchen, alle zu sammeln. Weil das sind die Collectibles im Spiel. Ach, come on. Falls ich zu oft fällen sollte, werde ich es einfach rausschneiden. Aber ich muss echt sagen, die Musik ist geil. Trench Warfare heißt dieser Ort. Oh nein! Ach komm. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber! Nein! Ach, come on! Jetzt aber. Yes! Congratulations! Du hast ein Shiny Trinket bekommen. Einer von 20. Ich weiß gar nicht, was Trinket heißt, aber ich werde es euch hier mal einblenden, was das heißt. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber eins davon haben wir. Eins von 20, wie es scheint. Jetzt noch lebendig zurückgekommen. Ich hoffe, ich muss nicht unbedingt lebendig zurückkommen. Nein, muss ich nicht. Okay, zum Glück. Ach, warte. Jetzt weiß ich, jetzt verstehe ich das. So müssen wir das machen. Ah, und da geht's weiter. Oh, kacke. Das ist cool. Ich mag solche Spiele. Viele von euch wahrscheinlich auch. Deshalb gucke ich mal, dass ich euch in der Beschreibung einen Link zur Steam-Page schicke, reinschreibe. V-Stitch. Ah, ich kann mir die Map sich anschauen. Ich habe jetzt Enter gedrückt. Es ist die Map, die Crew, es gibt uns, Viridian, that's you. Vermilion gibt's noch, Violet, Verdigris, Vitellery und Victoria. Press Action to save the game. Komm, wir save mal unser Game. Zack. Oh Gott, was bist du denn? Fußgänger des Verkehr hier ist. Warte, was stand da? BBB busted. Und the sensible room. Buh, think fast. Ah, ich hab nur gelesen, sorry. Driller. Aua. Was? Exhaust irgendwas. Exhaust shoot. Wait, what? Was soll man denn machen? Ich kann doch nicht wechseln. What? Und da kann ich auch nicht lang. Hm? Ach, einfach runter. Sorrow. Oh. Ich werde sehr oft in dem Spiel sterben. Es gibt Achievements, wenn man nicht stirbt in dem Spiel, aber komm. Ihr könnt echt nicht erwarten, dass ich sowas in einem Blind-Let's-Play schaffe. Ach, kacke.
Okay. Und jetzt wieder zurück? Oh Gott! Das wollen jetzt nicht ernsthaft, oder? Okay, komm, let's go. Yes! Ich hab's geschafft! Gab's da noch irgendwas? Moment, ich wollte gucken, ob es noch was gab. Okay, da gibt's noch was, aber da kommen wir später hin, glaube ich. If you refer, you can press up or down instead. Ja, dann mach ich ja. Quicksand? Ach, das ist Quicksand, okay. Oh lol. The Tomb of Mad Carew. Ist das Mad Carew? Hi Mad Carew, wie geht's dir? Aua, Mad Carew ist wohl sehr mad. I'm sorry, Mad Carew. Oh. Brad sent us under the top. Okay, wer ist Brad? Und warum sendet er uns under the top? Finde ich nicht so nett von ihm. Mensch, Mad. Brad. Brad, was auch immer. A wrinkle of irgendwas. Ein Teleporter! Ich kann damit zurück zum Schiff. A wrinkle in time. Let's go! Ist das Violett? Captain! Level complete! You have rescued a crew member! 4 fehlen noch. Alles klar. Also, Doktor, hast du irgendeine Idee, was diesen Crash zustande gebracht hat? Es gibt irgendeine Art bizarres Signal, das mit dieser Welt in Verbindung steht oder irgendwie sowas. Es hat das Schiff dazu gebracht, die Quantumposition zu verlieren. Abzustürzen und dann in diese Dimension abzustürzen. Oh nein! Aber ich denke, wir sollten in der Lage sein, das Schiff zu reparieren und hier rauszukommen. Solange wir die ganze Crew zusammen haben. Ah, okay. Ich weiß überhaupt nichts über diesen Ort. Unsere Freunde könnten überall sein. Die könnten sogar in Gefahr sein. Können die sich nicht hier zurück teleportieren? Nee, außer die finden irgendeine Art, und sich mit uns zu kommunizieren, so wie du. Aber das werden die wahrscheinlich nicht. Die können dann nicht einfach das Signal nehmen und den Teleporter benutzen, wenn die nicht wissen, wo das Schiff ist. Ah, okay. Also, was können wir tun? Wir müssen sie finden! Geh raus aus dieser Dimension und guck irgendwo, wo die vielleicht sind. Also such sie. Okay. Okay, wo fangen wir an? Nun, ich hab versucht rauszufinden, wo die sind mit diesen Schiff-Scannern. Es funktioniert nicht, aber ich werde schon irgendwas finden. Okay. Diese Punkte tauchen auf als Scans von hohen Energiemustern. Es ist eine gute Chance, dass dort Teleporter sind. Was bedeutet, dass die dort irgendwo da sind. Oder irgendwas Besonderes dort ist. Da solltest du auf jeden Fall hin. Das sollte auf jeden Fall eine gute Idee sein, dort bei den Fragezeichen nachzuschauen. Alles klar. Okay, ich werde dort dann hingehen und schauen, was ich so finden kann. Ich werde hier bleiben. Und du kannst mich fragen, falls du Hilfe brauchst. Alles klar. Hi, Violett. Ich fühle mich ein bisschen... Das ist zu viel für mich, Doktor. Wo fange ich an? Denk dran, dass du Enter drücken kannst, damit du sehen kannst, wo auf der Map du bist. Guck nach Areas, die Fragezeichen beinhalten. Alles klar. Alles wird okay. Was ist damit? Aktivate Terminals oder sowas. Ship Radio, Status Broadcasting. Okay, da passiert nichts. Die Dinger funktionieren nicht. Oder? DSS, Soul Eye, Ship Navigation Controls. Error, cannot isolate dimensions, coordinates, interference detected. Okay. Dann lassen sie raus. Was ist das hier? Jukebox, Songs. Die Lieder, die du auswählst, die werden so lange spielen, bis du aus dem Schiff rausgehst. Ah, die Trinkets sind dafür da, damit man neue Songs freischaltet. Die neuen Lieder schaltest du bei 5 Trinkets frei. Pushing Onwards, okay, cool.
Passion for Exploring. Dies sieht nach einem guten Ort aus, diese glänzenden Dinger zu verstauen. Victoria liebt es zu studieren, was für interessante Dinge wir auf unserem Abenteuer finden. Ich hoffe, ihr geht's gut. Ich hoffe auch. Okay, hier ist unser Lager von den Dingern. Alles klar. So, let's go! Hier ist ein Teleporter. Gehen wir mal rein. Ach, wir können uns jetzt entscheiden, wo wir hin sollen. Pff, will ich da hin? Nein, eigentlich will ich da nicht hin. Komm mal hier. Oh Leute, meine Augen. ich würde sagen, nach rechts. Hier geht's runter, ne? Ja, let's go. Whee! Oh Gott, was passiert hier? Warte, Moment, das ist mir zu viel. Nach rechts, I guess. Hier wird's blau. Lol. Wo bin ich hier? Was? Hallo, wo bin ich hier? Oh Gott, das war keine gute Idee, oder? Da ist ein Checkpoint. Wo bin ich? Okay. Fangen wir oben links an und bauen uns nach rechts rüber, falls es funktionieren sollte. Okay, hier ist ein Checkpoint. Wo sind wir? Können wir nach da? Nee, hier gibt's nichts. Da könnte man lang, oder? Da gibt's doch bestimmt irgendwas. Vielleicht so ein Trinket oder so. Ein Getränk, ein Trinket. Nee, hier ist nichts. Echt jetzt? Hier ist überall Wand. Dann lass nach unten. Nach unten links hier. Gibt's hier irgendwas? Wo sind wir gerade? Doch, wir sind in der Nähe von einem Teleporter, glaube ich. Und ich habe gerade einen Fehler begangen, glaube ich. Wo bin ich? Oh Gott. Ja, ich habe definitiv einen Fehler begangen. Eieieiei. Ich weiß wirklich nicht, wo ich bin. Hier ist ein Checkpoint. Aber hier können wir nach oben. Oh, verkackt, oder? Na wohl, wir sind gleich da. Ich glaube, hier geht's lang zu dem Teleporter. Habe ich recht? Ja, nach oben. Hier nach oben. Hier? Oh Gott. Was habe ich gemacht? Checkpoint. Moment, ich glaube hier nach rechts. Hier lang, glaube ich. Gibt es einen Teleporter? Zack, wo bin ich jetzt? War der nicht hier oder nein? Moment. Okay, ich bin irgendwie verwirrt mit dem von dem Spiel. Ist ein bisschen Exploration, wie ich merke. Ist ganz cool so. Ist nur ein bisschen blöd jetzt für mich, weil ich wieder spiel blind und ich will jetzt playen. Ja, aber wir werden schon herausfinden, wo wir sind. Und ich glaube, wir sind hier richtig, oder? Also ist ja eigentlich egal, wie wir uns zuerst retten, denke ich mal. Oh Gott, ja, wir sind hier in einer Art und Weise schon richtig. Aua. Voll ins Auge reingepiekst. Das muss wehtun. Ah, okay. So, zack. Moment. Zack. Ich bin zu voreilig, meine ich. Okay, gut. Wir sind ganz in der Nähe. Das ist gut. Da ist ein Trinket. Wir haben ein Shiny Trinket. 2 von 20. Alles klar. Nice. Okay, mehr gibt's hier nicht. Das war nur fürs Trinket. Alles klar. Wir wissen ja eh, was ich alle sammeln werde. Falls ich vielleicht am Ende des Spiels nicht gefunden habe, werde ich sie euch noch reinschneiden. Okay, Problem ist jetzt nur, wir müssen wieder raus. Also das Checkpoint war eigentlich dumm einzusammeln. Ich voll veräppelt, der Checkpoint. Nein. Gott, jetzt muss ich noch zurück. Komm. Oh, nice. Gut. Okay. Ich weiß nicht, wie ich da runterkomme. Ich glaube, ich versuche erstmal nach oben links zu kommen. Weil da gibt es irgendwas. Und da würde ich gerne hin. Oh, hier ist was. Ist das hier? Ich komme auf der anderen Seite raus? Oh Mann. Warte. Eigentlich will ich da hoch. Komm, wir fliegen da rum. Whee! Hier ist ein Teleporter, oder? Ja, hier ist ein Teleporter, Leute. Wir haben einen Teleporter gefunden. Nice. Research Notes. With just a small modification to the usual parameters, we were able to stabilize an infinite tunnel. Ah! Wir können uns dahin teleportieren, oder? Moment. Geht das? Nö, aber da ist jetzt auf jeden Fall ein Tunnel. Alles klar. ja gut, dann haben wir den Teleporter zumindest schon mal. Weiß nicht, ob der uns was bringt, aber hey, ich habe was geschafft. Aua. Ah, hier bin ich ja wieder, okay.
Alles klar. So. Dann machen wir hier weiter, würde ich sagen. Aua. Zack. Okay, das funktioniert. Ah, das so. Was ist das? Hm? What? Wo bin ich? Das ist wieder so ein Teleport-Ding. Okay. Das Spiel ist irgendwie seltsam. Aber ich mag's. Da rein, glaube ich. Wir müssen in den Innenring rein. So. Nice. Okay. Hui. Das ist cool. Mir gefällt das. Warte, da oben ist was. Hä? Wie kommt man denn da hin? Okay. Checkpoint. Wo sind wir? Okay, ich weiß es nicht. Kommen wir hier runter? Warte, bevor ich da runtergehe. Okay, das ist ein Labyrinth. Okay, komm. Gehen wir irgendwo lang. Hm. Auch unten? Okay. Ich mag die Musik sehr. Die ist echt cool. Warte, was? Oh, ich dachte gerade, das wäre der gleiche Raum die ganze Zeit. Aber nein, es ist ein anderer Raum, der nur exakt gleich aussieht. Wo bin ich jetzt gerade? Es ist so verwirrend. Wo bin ich? Ich bin im Labyrinth gefangen. Hier kann ich nach oben. Ich werde sehr oft die Map benutzen müssen, Leute. Gewöhnt euch einfach dran. Hier ist ein Trinket. 3 von 20. Also wir werden auf jeden Fall alles auf der Map sehen. Und Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Wertung da. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge an diesem Punkt wiedersehen. Lasst ein Like da und Glocke aktivieren. Und ihr kennt das alles. Haut rein. Ciao.